Also das Thema ist Ausschüttungsvorgänge für eine Flüssigkeit. Es gibt einen Behälter, das ist mit einer Flüssigkeit gefüllt. Es wird ein Ventil geöffnet oder eine Leckage entsteht und die Flüssigkeit fließt aus diesem Behälter raus. In das erste Teil habe ich abgeleitet aus der Energiebilanz die Geschwindigkeit und der Massenström aus diesem Behälter. In diesem Behälter fließt eine Flüssigkeit raus. In dem ersten Teil habe ich aus der Energiebilanz die Geschwindigkeit bzw. den Massenstrom aus dieser Leckage abgeleitet. Jetzt habe ich einige Fragen bekommen. Wie kann ich die Zeit berechnen, bis das Behälter leer ist? Und das möchte ich für Sie jetzt auch noch ableiten. Der Massenstrom, also in Kilogramm pro Sekunde, ist den Ausströmungskoeffizient, die Fläche von der Leckage, mal den Wurzel von 2, mal die Dichte der Flüssigkeit, mal den Druckdifferenz zwischen Punkt 1 und Punkt 2. Also das Behälter hier ist gefüllt. Also oben auf dem Behälter herrscht ein Druck von P0. Und wir können auch schreiben, dass der Druck bei P1 ist der Druck P0, was allgemein in dem Behälter herrscht, plus die hydrodynamisches Druck hier von der Flüssigkeit. Also am Anfang haben wir eine Höhe bei H0 und mit der Zeit am Anfang strömt das relativ schnell raus und natürlich umso kleiner diese Höhe ist, umso kleiner ist dieser Druckunterschied und umso langsamer strömt die Flüssigkeit raus. Die Massenström führt dazu, dass dieses Flüssigkeitsniveau immer kleiner wird. Das heißt, wenn ich betrachte die Änderung in die Höhe mit der Zeit, mal die Fläche von der Behälter, das ändert sich, das wird immer kleiner und das ist ein Volumen und mal die Dichte ergibt eine Masse und das ist gleich den Massenstrom. Der Massenstrom ist auch durch die Gleichung hier oben gegeben. Das war die Koeffizient C mal die Fläche von der Leckage mal hier im Wurzel 2 mal der Dichte mal P0 plus Dichte mal G mal H minus der Druck auf Punkt 2. So, jetzt können wir die Variable trennen. Dabei habe ich dH dividiert durch diesen Term in der Wurzel 2 mal Rho L. Und das ist gleich das Minuszeichen hier, nicht vergessen. Minus C, den Koeffizient, mal die Fläche von der Leckage, dividiert durch die Dichte und die Fläche von der Behälter. Und um alle Konstante jetzt zu gruppieren, würde ich auch hier den Wurzel von 2 Rho L entfernen. Und es stattdessen hier mit die andere Konstante gruppieren. Um diese Gleichung zu integrieren, nutze ich Substitution. Also ich sage, das U sind die Terme, die hier in Klammer stehen, also der Druckdifferenz. Und hier, also die zwei Drücke, die Dichte, Schwerkraft, das sind alle Konstante. Aber H, das ändert sich mit der Zeit. Also die erste Ableitung von diesem Term, von der Druck, ist 0, weil das ein Konstant ist. In den zweiten Term, H, die Konstante bleiben. Also ist die Dichte mal G mal dH. Und die Ableitung von P2 ist nochmal 0. In die Gleichung, die ich integrieren will, jetzt jede Zeite mal Rho L, die Dichte, mal G multiplizieren und hier auch auf die andere Seite wird das auch multipliziert. Rho L und Rho G. Und jetzt kann ich sagen, also dieses Term ist du,
Dieses Term ist U. Und hier auf die rechte Seite habe ich hier viele Konstante, aber das einzige Term, was ich integrieren muss, ist dt. Also ich kann das integrieren, dass du durch u hoch, also den Wurzel von u, also u hoch ein halbes ist gleich minus g, also die Dichte kurz sich aus, g mal c mal die Fläche von der Leckage, die wir durch die Fläche von dem Behälter mal den Wurzel von 2 mal Rho L dt. Das sind alle Konstante und das kann ich jetzt integrieren. Ich hatte U hoch minus ein halbes und wenn ich integriere, wird hier 1 dazu gegeben. Und auch unten habe ich auch das gleiche. Ich habe das Exponent von mein Variable u plus 1. Und das ist gleich diese Konstante auf die rechte Seite g mal c mal die Fläche von der Leckage dividiert durch die Fläche von dem Behälter mal den Wurzel von 2 mal der Dichte. Und jetzt, wenn ich integriere dt, habe ich jetzt t. Und ich habe hier einfach integriert. Da habe ich ein Konstant, was mit der Integration zusammenhängt. So habe ich u definiert. Und das würde ich für u jetzt wieder einsetzen. Also 1 minus ein halbes ist noch ein halbes. Also ich habe hier den Wurzel davon. Und 1 minus ein halbes, ein halbe dividiert durch ein halbe, heißt, dass ich hier vorne 2, der Zahl 2 habe. Und das ist gleich minus g mal c. Jetzt, was ist diese Integrationskonstant k1? Am Anfang, also wenn die Zeit 0 ist, weiß ich, dass die Höhe ist gleich h0, also die Höhe, was am Anfang herrscht. Und damit kann ich lösen, also bei Zeit 0, dann ist dieses Term hier 0. Und ich kann sagen, dass k1 ist dann gleich dieser Term hier links. Das ist 2 mal den Wurzel von der Druckdifferenz und dieser Term hier statt h ist h0. Also diese Integrationskonstant ist gleich 2 mal den Wurzel p0 plus Dichte mal g mal h0 minus p2. So, das kann ich hier für k1 einsetzen und dann bekomme ich 2 mal den Wurzel von p0 plus Dichte rho gh minus p2 ist gleich minus g mal c mal die Leckagefläche, Behälterfläche mal den Wurzel von 2 mal t plus hier mein Konstant k1. So, in diese Gleichung haben Sie jetzt lauter Konstante und die einzige zwei Variable ist hier h, die Höhe, und t, die Zeit. Also jeder andere Term in dieser Gleichung ist ein Konstant. Das heißt, wenn Sie jetzt berechnen wollen, wie lange es dauert, bis eine gewisse Höhe erreicht ist, können Sie das anhand dieser Gleichung machen. Und zwar, wenn Sie, sag mal, wollen, dass das Behälter leer ist, dann wäre hier die Höhe gleich 0. Und wenn Sie diese Gleichung so auflösen, können Sie dann die Zeit bekommen, bis das Behälter leer ist. Dann nehmen wir erstmal dieses Term und tun die 2 hier rein. Dann haben wir 4, also innerhalb den Wurzel.
mal P0 plus Rho GH 0 minus P2 und dann minus dieses Term links. Und die Tür nochmal den 2 innerhalb dem Wurzel schreiben. 4. Also H ist 0, also dieses Term kürze ich aus. Und ich habe P0 minus P2. Jetzt löse ich, also ich habe einmal dieses Term minus dieses Term. Die Zeit geht auf die linke Seite. Also die Zeit, bis es leer ist. Und ich muss dividieren durch diese ganze Konstante. Ist dann die Fläche von der Behälter. Dividiert durch die Fläche von der Leckage mal G mal C. Und jetzt den Wurzel von 2 durch Rho würde ich auch hier in den jeweiligen Termen hier zeigen. Also am Ende des 4 durch 2 kann man auch kürzen und es bleibt hier nur 2. Und so haben Sie jetzt eine Formel, wobei Sie die Zeit berechnen können, wie lange es dauert, bis dieser Behälter leer ist. So, ausgehend jetzt von dieser Gleichung, wo wir H und T haben, also die Höhe in Funktion von T, möchte ich Ihnen jetzt zeigen, wie Sie auf die Gleichung kommen, die hinter in Ihrem Übungsbuch stehen. Und damit müssen wir hier ganz am Anfang zurückgehen. Und hier merken Sie, also in die erste Gleichung, wo wir die Definition von der Massenstrom haben, ist das, in der Wurzel haben wir zweimal der Dichte und dann haben wir also P0 plus Dichte Rho GH minus P2. Und das ist auch dieses Term, was wir hier also auf die linke Seite von dieser Gleichung haben. Es fehlen uns noch außerhalb des Wurzels, also C und die Fläche von der Leckage innerhalb der Wurzel zweimal Rho L, aber das können wir hier jetzt umschreiben. Also als erstes möchte ich jede Seite durch 2 dividieren. Also hier kommt 2 weg. Dieses Term wird durch 2 dividiert. Und hier kommt 2 ebenfalls weg. Und jetzt möchte ich jedes Term mit den Wurzel von 2 Rho L multiplizieren. Also hier kommt ein 2 mal Rho L. Hier kommt auch noch 2 mal Rho L. Also hier nochmal. Und hier kommt nochmal den Wurzel von 2 und die Dichte von der Flüssigkeit. Und zu jedem Term kommt jetzt auch C mal A, die Fläche von der Leckage. Plus C mal die Fläche von der Leckage. Dieses ganze Term ist hier, also dieser Ausstrom, den Ausstromdurchfluss. Und die andere Terme, das heißt, wir können diese Gleichung jetzt umschreiben. Okay, die Fläche von der Leckage mal C. Und hier innerhalb der Wurzel habe ich 2 mal der Dichte und jetzt mal diese Term. Also mit GH habe ich die Dichte hoch 2 mal G mal H0. Jetzt plus 2 mal die Dichte mal den Druckdifferenz P0 minus P2. So, jetzt möchte ich dieses Term, also bei Dichte hier, multiplizieren
und gleichzeitig innerhalb den Wurzeln dividieren. Also im Prinzip tue ich das nur mal 1 multiplizieren, dass ich das jetzt ja, wieder in Form bringen kann. So, und jetzt kann ich das umschreiben. So, diese Gleichung können Sie jetzt mit Gleichung A2 aus Ihrem Übungsbuch vergleichen. Zurück zu die Darstellung von unserem Problem. Also P2 war hier außen. Also es ist fast immer, dass Sie annehmen können, dass dieses Druck die atmosphärische Druck, die Umgebungsdruck ist. Und in dem Behälter, also bei P1, müssen Sie auf jeden Fall berücksichtigen, die hydrostatischen Druck von der Flüssigkeit, und oberhalb in der Behälter gibt es meistens zwei Fälle. Entweder sagt das Problem, dass hier atmosphärischen Druck he also herrscht, dass zum Beispiel das Behälter steht einfach offen, in welchem Fall P0 und P2 sind beide atmosphärisch, oder der Behälter ist überlagert mit Druck, also bei 3 bar oder 5 bar. Und dann bei P0 müssen Sie 3 bar oder 5 bar eingeben. Also Freisetzung flüssiger Lagerstoffe in Aufgabe 1.1 A und B sind Sie auch gefragt worden, dass Sie im Prinzip diese zwei Gleichungen ableitet. Also einmal bei der Drucklöslagerung, wenn wenn P0 ist gleich P2 oder P-Atmosphäre, und andererseits, wenn hier P0 eine erhöhte Druck aufweist.